gestartet. Vorne kommen alle ganz gut weg. So, ab geht's in die erste Kurve. Aufpassen, Kollision verhindern. Das sieht doch ganz gut aus, Dengste. Und das Rennen ist gestartet. Mattenfeld kommt gut weg. Genauso wie Körbrück und Daniel mit viel Kraft, Platz 8. Das gibt das Rennen ist gestartet. Vorne kommen beide ganz gut weg. Im hinteren Feld gibt es viel Rauch, sehr viel Rauch. Was ist das denn da? Und damit herzlich willkommen hier bei P1 Gaming e.V. Ich bin Markus und ich bin heute nicht allein. Heute bei mir an der Seite Jochen Bendermacher. Hallo Jochen. Dann hallo Markus. Dann hoffe ich mal, dass ich heute einen würdigen Zuwachs darstelle und ein bisschen mit für Unterhaltung sorgen kann. Und natürlich, glaube ich, hoffen wir alle, dass es ein schönes und spannendes Rennen wird. Ja, also heute wird es bestimmt sehr interessant, zumindest für uns, denn wir haben auch jetzt ein neues Feature drin, nämlich ein Overlay, was das Ganze natürlich noch ein bisschen interessanter macht. Vor allen Dingen stechen wir jetzt nicht mehr so wild da rum, sondern können da einen vernünftigen Stream bieten. Ja, momentan 12 Fahrer auf der Strecke. Einer kann leider nicht, der Paul Mante, der hat Probleme mit dem Lenkrad. Ich hoffe, der kriegt das in den letzten 8 Minuten noch behoben, denn dann geht es nämlich ins Quali. Der Rest im Urlaub oder aber irgendwo im Bierzelt, keine Ahnung. Ja, ein paar Plätze sind hier noch frei. Aber jetzt kommt ihr mal zum Renngeschehen. Wir sind hier am Norrisring. Rennen 7 und 8 heute. 2x30 Minuten werden gefahren. Wir haben 8 Kurven. Die Strecke ist 2,3 Kilometer lang. Insgesamt von 19 Fahrern, 12 am Start, 11 Teams sind vertreten. Wir haben noch Platz. Wer also noch Interesse hat mitzufahren, kann sich bei uns im Forum auf ein Cockpit bewerben. Kosten tut es euch nichts, außer halt das Streckenpaket und die DTM 92.
Allerdings gibt es was Schönes zu gewinnen, denn wir haben vom Race Room Preise zur Verfügung gestellt bekommen. Tatsächlich für unsere Test-Season, man soll es nicht glauben. 5000 VRP-Punkte für den Sieger. Der zweite kriegt 3000, der dritte kriegt 1000. Und dann gibt es noch Caps, T-Shirts, Polos und noch ganz tolle andere Sachen. Vier Rennen sind noch gefahren, ist also mal alles offen. Ich würde sagen, wir gehen mal ganz kurz auf den Spotter Guide. Da haben wir nämlich die momentan platzierten Teams. Da haben wir nämlich das Jasper Nielsen Racing Team mit Jasper Nielsen und Mike Pitschmann. Mike Pitschmann allerdings nicht da. Da kann es auch sein, dass der Mike erstmal vorläufig gar nicht mehr zum Fahren kommt. Da steht nämlich ein Umzug im Haus an. Dann das RS Team Germany mit Thomas Wolski. Hier ist noch ein Cockpit frei. Wer also Bock hat, den Audi zu fahren, der kann sich da natürlich mal mit dem Thomas bei uns im Forum in Verbindung setzen. Dann haben wir den Markus Gerzag von No Limit Motorsport. Auch hier ist noch ein Plätzchen frei im Ford. Auch hier könnt ihr euch im Forum mit dem Markus in Verbindung setzen. Dann das NM Performance Team mit Paul Mante und Marco Müller. Jump Charts Team 2 mit Dirk Busche und Michael Weber auf dem Mercedes. Nein, ich sag's nicht. Das Team Thermic Sharks mit einem Ford. Da haben wir Kevin Becker und Bernd Jankowiak. So, dann kommen wir zu dem Team Mofa Racing. Nein, die Jungs fahren nicht mit einem Mofa, nix 25 Kubik, die Jungs fahren ebenfalls einen Mercedes. Und zwar Michael Pfalz und der Sascha Mosen. Dann haben wir den Felix Hansen und den Wolfgang Hans von M Technology. Die sind allerdings heute nicht am Start. Hab vorhin noch mit dem Wolfgang geschrieben, da ist also arbeitsbedingt im Moment keine Zeit. Dann haben wir das Rotel Racing Team mit Danny Kremer und Joseph Rebecca. So wie das Simracer Kassel Team mit Tarek Usali und Timo Hartmann. Dann Lewis McGlade von Aurora Motorsports. Auch hier ist ein Platz frei. Und man soll es nicht glauben, einen habe ich irgendwie hier vergessen. Nämlich den Bruder von Michael, der Martin. Falls gesehen habe ich ihn gerade eben schon. Er ist irgendwo auf der Strecke unterwegs. Nee, ist er nicht. Das war der Michael, genau. Gut, dann ist er nicht dabei. Ja, kommen wir mal kurz auf die Wertung, auf die Fahrer- und die Teamwertung. Da führt nämlich Jasper Nielsen mit 120 Punkten. Nicht weit entfernt auf der 2 Marco Müller. Platz 3 Markus Gerzag. Wir erinnern uns, Markus Gerzag, Marco Müller im letzten Rennen richtig gute Fights sich geliefert. Ich hoffe, dass auch heute wieder die zwei da vorne die Spannung hochhalten und den Jasper ein bisschen unter Druck setzen können. Auf der 4 haben wir den Tarek Usali, auf der 5 Wolfgang Hans. Der ist im Moment ein Dauerparker dort. Platz 6 Joseph Berwerker. Dann auf der 7 Timo Hartmann. Auf der 8 Dirk Busche. Auch der, seitdem er mitfährt, immer vorne irgendwo in den Top 5 bis 6 zu sehen. Paul Mante, Platz 9. Endlich wieder mit dabei. Das Bein ist wohl genesen. Ich sehe auch, er hat es noch auf den letzten Drucker jetzt auf den Server geschafft. Das freut mich natürlich jetzt nochmal doppelt gemoppelt. Konnte die letzten beiden Rennen nicht mitfahren. Lass mich lügen, es war irgendwas mit dem Knie, mit einer Sehne irgendwie. Jetzt eben hat er noch Probleme mit seinem Lenkrad gehabt, dass das Lenkrad nicht erkannt wurde. Doch jetzt ist er auf der Strecke. Wunderbar. Ja, auf der 10 Mike Pitschmann. Auf der 11 Danny Kremer. Auf der 12 Michael Weber. Hatte auch im letzten Rennen ein bisschen Pech. Im ersten Rennen vor 14 Tagen gab es den Schubser von Martin. Hat er sich gedreht. Das Auto sah leicht lediert aus, aber es ging trotzdem noch gut ab. Dann Bernd Jankowiak auf der 13. Heute nicht dabei, der Junge muss leider arbeiten. Ja, was soll ich sagen? Ne? Job.
Jobsuche, Job finden, das ist halt kein russisch Roulette. Thomas Wolski auf der 14, Kevin Becker auf der 15, Kevin heute auch nicht dabei, warum auch immer, keine Ahnung. Martin Faltz auf der 16, Michael Faltz auf der 17, Michael ist ja erst ein Rennen mitgefahren. Vor 14 Tagen das erste Mal, im ersten Rennen ist er ausgeschieden, im zweiten Rennen gab es dann Platz 9. Dann haben wir noch Felix Hansen auf der 18, ebenfalls nicht dabei, und Sascha Mosen auf der 19 auch nicht dabei. So, dann haben wir aber zwei neue Fahrer heute, und zwar den Oliver Augst und den Chris Schulze, genau. Die fehlen jetzt auch so ein bisschen in der Grafik, das muss ich dann jetzt mal kommende Woche noch nacharbeiten. Ja, da hätte ich, glaube ich, würde ich mal sagen, soweit alles abgedeckt, ne? Practice nur noch 1 Minute 20. Dann bin ich heute mal fast perfekt fertig geworden. Ja, ich glaube, da hast du dein Bestes gegeben, ging auch alles recht flüssig über die Bühne hier. Ich glaube, da können sich dann die Fahrer von dir eine Scheibe abschneiden, wenn es die ersten paar Runden dann auch so flüssig geht. Und dann sollte bald das Quali stattfinden. Und meinst du, Jesper Nielsen, sicherer Pole-Platzierter nach den Trainingszeiten hier? Oder glaubst du, die anderen zeigen noch nicht so alles? Jesper ist eine Hausnummer und ich bin mir sicher, dass wenn er eine freie Runde hat, selbst wenn er eine schlechte Runde hat, glaube ich, noch auf 1 landen wird. Ja, aber man weiß ja nie. Es ist der Norrisring, es ist eine der kürzesten Strecken, die überhaupt in irgendeinem Rennkalender zu finden sind, auf denen moderne Rundkurse noch halbwegs gefahren werden. Es sind ja nur ein paar Runden, ein paar Kurven pro Runde. Und da kann einem schon mal auch bei nur 12, 13 Leuten auf dem Server mal einer vor die Flinte fahren, dass man dann nicht seine beste Runde abliefern kann. Ach Mensch, ich habe gerade einen vergessen. Wir haben noch einen neuen Fahrer. Wir haben nicht nur zwei, wir haben heute 3 neue. Oha, ja. Schande, Schande. Ach, Schande über mich. Lewis McLeod ist noch dabei, ebenfalls auf einen Audi. Da bin ich heute mal gespannt. Zu dem kann ich überhaupt auch noch nichts sagen. Ah, der fährt mit Jesper Nielsen in einem Team so als Mike Pitchman-Ersatz. Ja, irgendwie so ein bisschen. Allerdings nicht als Team. Der Lewis hat sein eigenes Team. Aber ich glaube, die kennen sich auch. Ja gut, weil die fuhren hier mit derselben Lackierung. Ja, allerdings unterschiedliche Startnummern. Der Jesper Nielsen hat die Startnummer 1 und der Lewis die Startnummer 45. Ah, alles klar. Also die fahren nicht unter einem Team. So. Ja, Quali hat angefangen. 20 Minuten heißt es jetzt. Und Jesper Nielsen fühlt da schon los. Die ersten übertreiben es auch schon. Da habe ich schon die ersten Kontakte mit der Bande gesehen. Oh, da gab es auch schon eine kleine Berührung. Ich glaube, das war Timo Hartmann mit Chris Schulze. Die legen sich schon gleich in der ersten Runde ein bisschen miteinander an. Ist klar, jeder will seine schnellste Runde beginnen, ohne von dem Vorherfahrenden gehindert zu werden. Wer kann sich da durchsetzen? Schon Spannung im Qualifying hier. Ja, Chris Schulze heute zum ersten Mal dabei. Hat nur ein paar Minuten Zeit gehabt, sich einzufahren. Aber momentan liegt Tarek Usali auf der 1. Gefolgt von Marco Langer auf der 3, Jesper Nielsen. Der scheint es ja heute spannend zu machen. Ich glaube, das war eher der Marco Müller. Du verwechselst da wen. Tarek Usali, Marco Müller, habe ich gesagt? Marco Langer. Der fährt woanders. Oh, der fährt woanders. Ja. Wir haben eine Marco-Umfassung, also, merkst du das? Ja, ne, wir haben allein bei uns, haben wir hier, glaube ich, 3 oder 4 Marcos, mit alle mit verschiedenen C und K und verschiedenen Schreibweisen. Da kann man schon mal durcheinander kommen, besonders wenn man wie du 3, 4 verschiedene Rennserien da noch kommentiert. Ja.
So, jetzt auf der 1 Lewis McGlade, auf der 2 Jasper Nielsen, auf der 3 Marco Müller. Also so schnell kann es gehen. Wobei man sieht hier Lewis McGlade schon 2 Zehntel, glaube ich, an der besten Trainingszeit dran. Jasper Nielsen noch 3 Zehntel von seiner eigenen Bestzeit weg. Auch Marco Müller bleibt noch 6 Zehntel von seiner eigenen besten Trainingszeit entfernt. Dahinter geht es bei allen noch ein Stückchen schneller, aber die fahren ja auch hier ziemlich im Pulk und da behindern sich schon die ersten. So, du kommentierst jetzt und ich gucke mir den Stream an. Das gefällt mir richtig gut mit dem Overlay. Vor allen Dingen gefällt mir das noch besser mit der neuen Grafikkarte. Tja, ja, wobei man da auch wieder Danke sagen muss an eine schöne Spende an den Verein, dass das möglich gemacht hat. Das war echt klasse gewesen. Gut, wir haben aufgestockt, aber nichtsdestotrotz ist da sehr viel, verdammt viel sogar, aus unserer Community gekommen. So, jetzt neuer erster, Jasper Nielsen, 52,5. 1 Zehntel schneller als Lewis McGlade. Und fast Bestzeit von Trimble. Dirk Busche neu auf der 4 mit 53,6. 3 Zehntel vom dritten Platz entfernt. Und lila Sektoren für Jasper Nielsen sehe ich gerade. Da wird er, glaube ich, nochmal aufstocken. Ja, auf jeden Fall hat da jetzt mal der Jasper zumindest jemanden, der ihm da wirklich dicht im Nacken hängt. Marco Müller auf gar keinen Fall langsam, aber immer diese halbe Sekunde, die ihm da auf Jasper gefehlt hat, die jetzt hier Lewis natürlich schließt mit 0,128 Sekunden. Ja, Marco Müller hat da nochmal nachgelegt, vorher 53,6, jetzt 53,2, aber das ist immer noch, wie du sagst, ein bisschen mehr wie diese halbe Sekunde Abstand. Auch jetzt neuer Vierter, Tarik Yüzerli mit 53,6. 4 Zehntel jetzt von der neuen Zeit von Marco Müller entfernt. Hat sich da vor Dirk Busche geschoben mit 53,621. Also das sind, wir reden um 6000stel. Da wird sich, glaube ich, auch noch was verschieben bis zum Ende. Auf der 11. Ja, Paul hat natürlich wenig Zeit gehabt, sich vorzubereiten. Hat aber allerdings auch Glück. Neue Zeit auf der 9. 2 Plätze nach vorne. Ich denke mal, dass er da jetzt die letzten Infos auch vom Marco noch bekommen hat, der sich wieder sehr gut vorbereitet hat. Momentan auf der 3. Ja, was? Man sieht auch, die Autos sind nicht unbedingt einfach zu fahren. Immer wieder geht es hier auch besonders beim Rausbeschleunigen ein bisschen quer. Ja, man muss halt hier gucken, den Flügel so niedrig wie möglich, ne? So, was machen denn unsere Neuen? Lewis ist auf der 2. Der Chris Schulze ist auf der 8. Genau. Und Oliver Augst auf der 11. Und momentan der, lass mich lügen, Drittplatzierte. Ja. Michael zeigt uns, wie man es nicht macht. Anscheinend der erste Jasper Nielsen nicht auf der Strecke, genauso wie die Kusche und die Krämer. Jetzt wohl alle neuen Anlauf nehmen anscheinend. Oder zumindest ein Großteil vom Feld. Aber ich glaube, die Reifenabrieb macht nicht so viel. Nein. Ist, glaube ich, Race Room an sich noch nicht ganz so weit, dass die da großen Reifenabrieb haben. Richtig, wir warten da noch auf das nächste Update. Dann werden wir das auch so einstellen, dass die Reifen natürlich auch abgenutzt werden. Momentan hast du die ganze Zeit im Online-Modus 100% auf der Reifen und da haben wir es abgeschaltet, weil bringt man eh nichts.
Ja gut. Aber soweit das vernünftig implementiert ist, dann haben wir hier auch mit Sprit und Reifenabnutzung. Ist ja auch im Moment noch mehr eine Test-Season. Wir müssen das wird dann aber nicht noch irgendwie ein Add-on hierfür, was man dann dazu kaufen muss. Jetzt Boxenstops, Reifenabrieb und hier Dings, oder das kommt dann automatisch? Nein, das kommt automatisch. Das ist doch hier auch noch ein bisschen Content abschieben, ohne dass man extra bezahlen muss. Auch hier schöner Mauerkurs von Lewis McLeod, der versucht das letzte noch rauszuziehen. Verständlich, ein Zehntel Abstand nur auf die Pole Position, könnte hier alles klar machen. Und auch immer wieder im Drift rausbeschleunigen aus den engen Kurven an jedem Ende dieser Strecke derlei Eile. Hier Startziel, gleich der Rechtsknick, noch mit ein bisschen Gewicht auf der linken Seite anbremsen, den Winkel so flach wie möglich machen, um so viel wie möglich auf die Bremse treten zu können, wenn man auf die erste zufährt, auf die erste Kurve. Das ist eine relativ enge 180-Grad-Kurve. Das hier ist mit ein bisschen schiefer Oberfläche der Fahrbahn anbremsen auf die letzte Kurve gewesen, auch schön eng gefahren und rausbeschleunigt auf den Bogen, der auf Startziel führt, schön innen bleiben. Neue Zeit, keine Verbesserung, aber ganz knapp, das sieht danach aus, als könnte er irgendwann nochmal nachlegen. So, jetzt Lewis McLeod, neuer Anlauf, gleich auf Startziel, wird es da was geben? Sah es jetzt gut aus. Das reicht aber nicht. Da muss im letzten Sektor irgendwas passiert sein. Hier in der Kamera sieht man es immer gut, wenn die aus der Kurve rauskommen, wie das Heck sich ein bisschen rausdreht und sie dann ein bisschen seitwärts fahren bis zur Wand. Deswegen auch immer diese Heckknutscher da mit der Wand, wenn man es ein bisschen übertreibt. Ja, hier wird das schön vorbeigelassen, keine Behinderung. Ja, ziemlich kurz die Strecke, man merkt es mit den Rundenzeiten, 52 Sekunden. Ist doch ziemlich viel kürzer als die meisten anderen Strecken, die man so kennt. Da geht's wieder. So, Paul Manta hat sich jetzt auf die 4 vorgeschoben, das ist schon eine Weile her, mit 53,2, ein Zehntel hinter dem dritten Platz. Auch Markus Gerzak hat sich ein bisschen vorgeschoben, jetzt auf der 7. Es sieht im Moment nicht danach aus, als könnte die zweite Reihe nach der ersten Reihe greifen, aber innerhalb der Startreihen doch noch nicht alles raus. Hier legt Jesper Lundsen nochmal nach, knappen Zehntel nochmal schneller auf eine 52,4. Jetzt 2 Zehntel Abstand auf den zweiten Platz. Hier kommt das Heck, das muss der abfangen. Die Runde wird schon mal nicht schneller. Noch jemand damit fahren möchte. Das ist natürlich jetzt ein bisschen spät. Aber ich glaube, da kann man das Quali aussetzen, wenn der normal angemeldet ist, und dann kann er im Rennen als letzter mitfahren, oder? Nee, du musst im Quali schon drin sein. Und da ist den Kremer gerade einmal schön quer von der Strecke abgekommen. Wieder über die Linie, eigene Zeit verbessert auf 52,5, vorher 52,6, aber immer noch wieder dieses eine Zehntel, was zwischen ihm und Jesper Nielsen liegt. Bisher konnte Jesper nachlegen, konnte Lewis auch nachlegen, aber wir haben ja noch 8 Minuten, noch ist die ganze Sache nicht raus. Auch Jesper Nielsen am Limit. Auch wieder schön durch die letzte Kurve gekommen.
Ja, freigelassen. Björn, also, falls du gerade zufällig den Stream siehst, einfach mal in den TS kommen. Jetzt ist es natürlich schlecht, weil wir haben schon angefangen. Da hättest du dich mal eine Stunde vorher melden müssen. Weil ab 8 bereite ich hier natürlich alles vor und dann tigere ich nicht mehr auf Facebook rum. Ich glaube, Platz 3 und Platz 5 sind ziemlich zufrieden mit ihrer Zeit, waren schon lange nicht mehr auf der Strecke. Dagegen die Leute, die da ziemlich nahe dran sind und da vielleicht noch was gewinnen könnten, Platz 4 und 6, Paul Mantel und Chris Schulze, gerade noch mal auf die Strecke gegangen. Ich glaube, die glauben, die können die Zeit noch mal ein bisschen drücken. Da wird es noch mal spannend. Jeweils relativ große Unterschiede zwischen Reihe 1 und Reihe 2, sind die Reihe 2 und Reihe 3. Aber innerhalb der jeweiligen Startreihen dann doch sehr kleine Unterschiede, teilweise nur ein halbes Zehntel. Da könnte sich nochmal was verschieben. Auch Platz 7, Markus Gerzhardt, ist nicht allzu weit von dem sechsten Platz entfernt. Auch da nur ein halbes Zehntel Abstand. Genauso wie Platz 8 ist auch nur mit 53,615 15.000 und 12.000 sogar nur vom siebten Platz entfernt. Da sehr eng, also von Platz 5 bis Platz 9 sind es nur 2 Zehntel. Da liegt noch sehr viel Potenzial, dass sich in den letzten 6 Minuten noch was tut. Oh, hallo Stefan! Mal kurz hier den ein oder anderen im Stream begrüßen. Ja, warum nicht, ne? Immer freundlich sein. Ja. Was? Wie? Kein Ton gewollt? Wieso hast du keinen Ton? Wie? Gewollt? Also ich hab Ton, ich höre alles. Stefan, hast du vielleicht den Ton abgeschaltet? Nur vom Headset nur einen Stöpsel drin. Ja, kommen wir zurück zum Geschehen. Entschuldigung, dass ich abgelenkt habe. Genau. So, derweil Chris Schulze, gerade über die Linie mit einer Verbesserung seiner eigenen Zeit auf 53,557, aber immer noch ein halbes Zehntel hinter dem fünften Platz. Timo Hartmann, der schon länger nicht mehr auf der Strecke war. Paul Mante auf der 4 versucht es eifrig, aber kriegt seine Zeit bisher nicht weiter gedrückt. Jetzt ist er wieder von der Strecke unten. Jesper Nielsen, mittlerweile seine eigene Zeit auf der Pole, nochmal um 3 Zehntel gedrückt auf eine 52,162. Damit 4 Zehntel Unterschied jetzt auf den zweiten Platz. Der im Moment auch wohl ziemlich aufgegeben hat und auch in der Box ist. Also Platz 1 bis Platz 5 in der Box und Platz 6 bis Platz 11 auf der Strecke. Jetzt auch Platz 12 wieder auf der Strecke. Da wird noch was versucht. Sehr eng zwischen Platz 5 und Platz 9. Anderthalb Zehntel trennen diese vier Plätze. Ein Fünf. Michael hat heute ein sehr unruhiges Heck, ne? Ja, ich habe so den einen oder anderen schon öfter gesehen. Besonders beim Rausbeschleunigen gehen den meisten hinten die Hinterräder ouch weg. Da haben wir kurz der Kuss mit der Wand. So, jetzt hat der Stefan auch drin, also nochmal. Hallo Stefan! Hallo! Ja, Stefan fragt hier, wer fährt gegen wen und warum? Ja, warum? Keine Ahnung, vielleicht weil alle Preise haben wollen, aber fahren tut so eigentlich jeder gegen jeden, denn die ersten drei Fahrer am Ende der Season bekommen von Race Room VRP-Punkte, Coins. Und dann gibt es hier natürlich von Race Room noch T-Shirts, Polos, Caps und weiß der Kuckuck noch alles. Wir wurden da reich beschenkt. Ja. Ey, was ist das denn? Da fehlt doch einer. Ja. Wo ist er hin? Der John. Nee, wie hieß er? Nee, Louis. Louis, genau. Der ist irgendwie jetzt auf einmal weg. Hat ihn nicht im Bild gehabt. Deswegen kann ich jetzt nicht sagen, was mit ihm passiert ist, aber er ist nicht mehr in der Liste.
Ja, ob da vielleicht die Verbindung abgebrochen ist. Mal schauen, ob er vielleicht nochmal irgendwie nachjoinen kann. Das wäre natürlich jetzt echt ärgerlich, weil der hat das Dreier gespannt. Oder hat das Gespann vorne auf die drei, vier Leute schön abgerundet. War sehr nah an Jesper Nielsen dran. Und das wäre natürlich klasse gewesen, mal zu sehen, wie einer dem Jesper Feuer gibt. Ja, aber jetzt ist natürlich ein bisschen doof. Jetzt Jesper Nielsen eine Sekunde schneller als Marco Müller auf der 2. Aber naja, man muss ja nicht immer nur auf Platz 1 schielen. Der hat halt manchmal ein bisschen Langeweile, wenn er dann eben viel Abstand hat. Aber dahinter geht es ja dann Gott sei Dank etwas knapper zu. Also für Spannung wäre er dann trotzdem noch besorgt, auch wenn der Erste, wenn er keinen Fehler macht, was man ja immer noch dabei sagen muss, wenn er keinen Fehler macht, dann relativ safe wäre. Aber so Rennen sind ja auch nicht nur zwei Runden lang. Und manchmal, gerade wenn man nichts zu tun hat, verliert man mal so ein bisschen die Konzentration, bremst hier ein bisschen anders und denkt da ein bisschen zu spät, zu früh. Das kann jedem mal passieren. Und dann sieht es auf einmal wieder anders aus. Ja, Markus Gerzak heute auch nicht so in der Topform. Ja doch, jetzt doch. Da ist er wieder wo da. Wo man es gerade erzählt, kommt er über die Linie, legt nach auf den vierten Platz. Ja, Markus und Marco, die battlen sich ja jetzt hier schon seit einigen Rennen. Ja, im Moment stünde halt Paul Mante dazwischen, der Teamkollege von Marco. Ja, auf jeden Fall haben wir da auch gleich auf einen schönen Fünfkampf. Wobei doch alle, bis auf den 9. Platz, alle auch sehr eng beieinander liegen, ne? Ja, wenn man guckt, wenn man jetzt den Jesper mal rausnehmen würde, von Platz 2 bis Platz 9 innerhalb von 8 Zehnteln und bis Platz 10 innerhalb von einer Sekunde circa. Ja. Ja, dahinter liegt das Feld schon enger zusammen. Und wenn man dann erst vom 4. Platz ausrechnet, dann ist bis Platz 9 praktisch nur eine halbe Sekunde Abstand. Also da könnte viel Bewegung zu sehen sein. Aber ist natürlich eine enge Strecke, man hat hier keine Auslaufzonen, man kann hier schlecht mal, wenn der andere außen anbremst und man in die Linie will und dann nimmt er die vielleicht ein bisschen zu eng, dann kann man nicht einfach mal irgendwo über den Körper fahren, dann ist da in der Reifenstab oder eine Wand. Ja, das ist dann das Risiko auf so einer Strecke. So, noch 3 Sekunden sind zu fahren, also quasi jetzt hier für alle die letzte Runde. Und dann war das. Ja, so, 5 Fahrer noch auf der Strecke. Markus Gerzak fährt noch, Timo Hartmann, Chris Schulze, Michael Weber und Oliver Augst. Ja, da geben sie so langsam auf. Da steht fest. Ja, die Results haben wir gesehen. Jetzt geht's hier ins Rennen. Keine Aufwärmpause, kurz und knackig. Wir schalten natürlich vorne hin. Jesper Nielsen kommt da richtig gut weg. Marco Augen. Dann haben wir aber direkt Markus Gerzak auf der 3. Paul Mante hat da federn lassen müssen. Michael konnte sich vorbeischieben, sowie auch. Oh, da hat es gescheppert. Jetzt wird hier aber alles durcheinander geworfen gerade. Ja, dem kann man schon gar nicht mehr folgen. Auf jeden Fall Paul Mante wieder nach vorne gekommen. Da muss irgendwas passiert sein, dass er da wieder durchschießen konnte. Jetzt wieder von Chris Schulze und Paul Mante, die sind sich gerade ein bisschen am Battle. Auch wenn vorne Martin Müller den Jesper Nielsen geholt hat. Ja, aber der lässt sich nicht da groß von berühren. Klingt schon wieder wenige Sekunden dahinter. Ja, auch dahinter Chris Schulze hat sich jetzt endgültig gegen Paul Mante durchgesetzt. Zumindest jetzt. Das Feld hat sich auch so ein bisschen beruhigt. Timo Hartmann und Tarik Yüzerli sind sich da noch ein bisschen am Bekriegen mit Michael Weber. Das scheint ein Dreikampf zu sein. Oh, und da ist Jesper Nielsen wieder an Marco Müller vorbei. Ja, so schnell kann es gehen. Aber wenn man bedenkt, wie viel schneller er ist, dann war relativ klar, dass er ihm dann nicht lange Paroli bieten kann. So, und wieder wird hier alles durcheinander gewürfelt. So schnell kommt man gar nicht hinterher. Wir versuchen jetzt mal ein bisschen hier
Klarheit reinzubringen. Also vorneweg geht Jasper Nielsen los. Dann haben wir Marco Müller auf der 2. Oliver Augst auf der 3. Ja, also da hinten geht's wilde Würfelei im Moment. Da wird man vielleicht nochmal hinschalten. Ja. Der Kusche auf der 4. Da ist ja wohl schon alles relativ jetzt wieder aufgelöst. Da muss irgendwie mehr passiert sein. Oh, hier ist es eng. Ja. Das müsste sein. Oliver Augst vorne weg. Dann Dirk Busche, Lewis McGlade auf die 5 zurückgefallen. Dann Tarik Usali. Und Markus Gerzak, den hat es erwischt. Der liegt nämlich nur noch auf Platz 7. Ja, Paul Mantel, da muss auch irgendwas passiert sein. Der ist zurückgefallen auf Platz 11. Leider haben wir hier bei Zoom noch keine Replay-Funktion, soll aber auch demnächst kommen. Dann kann man sowas natürlich entsprechend man sieht aufarbeiten. Auch, das Auto von Dirk Buschen vorne etwas verbeult. Da steht schon der Mercedes-Stern leicht schief. Also da hat es das eine und das andere Rangerangel wie eben gerade gegeben. Ja, da der nächste. Das war Lewis McGray, der hat es zum Rennen wieder geschafft und da war er wohl ein bisschen frustriert oder wurde übersehen. Wieder zurückgefallen auf die 10. Vorne unverändert, Jasper Nielsen gewinnt immer mehr Zeit auf Martin Müller, mittlerweile schon fast 3 Sekunden. Hier ist die größte Spannung. Ja, Dirk Busche, der sich da auch immer mit Marco und mit Jasper auseinandergesetzt hat, beziehungsweise auch einen sehr schönen Zweikampf schon hatte mit Timo Hartmann, liegt jetzt hier auf der 4, das ist gar nicht mal so schlecht. Oliver Augst auf die 3, also das ist, der hat ja richtig Glück gehabt. Ich meine, der war irgendwo auf Platz 7 gewesen vorhin. Und dahinter haben wir auch noch ein Dreiergrüppchen, Chris Schulze, Timo Hartmann und Lewis McGlade jetzt, die sich da immer mal wieder nahe kommen. Oh ja, Lewis kommt da sehr nah. Ja, der Lewis, zweitschnellster von Quali in Quali, ja, geflogen, bevor das Rennen losging. Der wird dann nach vorne gehen. Ja, der kommt jetzt hier angeflogen, nimmt richtig Fahrt auf Timo Hartmann und geht jetzt innen rein, aber verbremst sich. Ja, da sieht man es, da wird dann wohl so ein bisschen den Frust in den Knochen stecken haben. Das sieht so ein bisschen danach aus, das Ganze zu erzwingen. Das ist natürlich immer die Gefahr, wenn mal was Schlechtes passiert und man dann so ein bisschen mit Frust hinterm Steuer sitzt, dann versucht man das auch zu überfahren, weil ich weiß doch, ich kann doch. Das kann dann manchmal ein Problem sein. Ja, aber hier kann man sich Gott sei Dank die Reifen nicht kaputt fahren. Noch nicht, richtig, noch nicht. Wie gesagt, nächstes Update gehe ich mal von aus, werden wir auch die neue Reifenphysik haben. Jetzt wieder den minimalen Windschatten hier nutzen. Nächster Anlauf. Ja, währenddessen vorne wieder alles beim Alten. Jasper Nielsen auf der 1 vorne weg. 4 Sekunden dahinter Marco Müller. 6 Sekunden dahinter Oliver Augst. Dann ist aber Dirk Busche schon sehr nah dran an Oliver. Da gibt es das Taxi gegen Taxi-Duell. Ja, während wir hier das etwas unruhige Vorbeischieben von Lewis McGlade gesehen haben an Timo Hartmann. Da gab es ein bisschen Reiberei. Und hängt jetzt schon auch wieder hinter Chris Schulze. Timo kann da auch gar nicht erst folgen. Das merkt schon, wie da richtig 4-5 Autolängen Platz sind jetzt schon nach einer halben Runde. Ja, vorne ist es gerade geschehen. Dirk Busche ist an Oliver Augst vorbeigegangen. Ja, ich würde sagen, wir gucken mal, was etwas weiter hinten vonstatten. Obwohl, hinten ist gerade gar nichts los. Nee, die Kämpfe also haben wir hier 4, 5, 6. Entweder hier oder bei Dirk Busche und Oliver Augst in dieser 3er-4er-Gruppe. Da. Hier geht's ab. Genau. Oliver Augst genau. Noch einen Platz verloren an Markus Gerzak gerade. Der hier gerade richtig durchs Feld fließt. Jetzt auf der 7, jetzt auf der 4. Und da wollte noch einer eben reinschießen, der Tarik Usali.
war es, glaube ich, und ist mit ihm zusammengestoßen. Hat dann gedacht, er lässt innen offen, wollte noch mit durch hinter Markus Gerzak her und hat dann leicht das Heck von einem zumachenden Auto erwischt, von einem Oliver Augst, der ihn wohl nicht gesehen hat. Natürlich schade, weil das hat jetzt den Oliver auf die 11 zurückgeschmissen. Aber wir gucken mal hier, was bei Markus Gerzak abgeht. Der ist momentan auf der 4. Und sieht so aus, jetzt macht er ein bisschen Druck. Ja, der will natürlich wieder ran da an Richtung Marco Müller. Wie gesagt, die zwei, die prügeln sich gerade in der Fahrerwertung um Platz 2 und 3. Ja, dann muss auf jeden Fall hier ran vorbei. Aber dann ist ja noch eine relativ große Lücke von Platz 3 jetzt schon gefahren zu Marco Müller. Ja, aber wenn sie so ins Ziel kommen, sind das nur 2 Punkte, die den Unterschied machen. Und da ist er jetzt auch schon dran vorbei. Hat hier jetzt die Innenbahn, kann natürlich hier jetzt schön zumachen, sauber rausbeschleunigen. Ganz vorbei ist es noch nicht, aber jetzt bessere Linie, ja, jetzt muss er aufgehen. Ja, auf jeden Fall haben wir ja heute mal richtig schöne Zweikämpfe und vor allen Dingen was Geiles, dass wir hier wirklich auch jetzt durchs Overlay halt schön sehen können, wo die Zweikämpfe sind. Die letzten Male musste ich ja immer Michael so... Michael Weber und Chris Schulze waren sich was an, nur 2 Zehntel Abstand. Platz 6 und 7, was, ne? Genau. Dann gehen wir da doch noch gut. Ja, der hängt da auch noch so ein bisschen jetzt dran, jawohl, da. Chris Schulze, dahinter Michael Weber, dahinter Tarik Husali und dahinter Timo Hartmann. Eine kleine Führergruppe.